Entweder ist diese Quest super einfach oder ich bin jetzt irgendwie viel zu stark. Ganz halt sofort von sich erfahren. So. Locker. Hier rein, mach den ja. Und jetzt gehe ich einfach hier rein und mach den da hinten. Perfekt. Zack. Etwas Glück kriege ich ihn hier mit sie erledigt, ne? Oder mit ihr. Oh Gott. Kannst du ihn vielleicht nicht töten? Stimmt so, ne? 38, 22. Auch 38. Den ja. Nein, im Hintergrund sind diese Steine für die Gacha. Oh. In Rüstung sind einfach so Mäuse versteckt. So, was haben wir denn noch hier übrig? Der bewegt sich auch nicht. Du hast einen Silberbogen. Der fährt nur ein AP, aber dafür will ich auch Fragezug haben. Ich habe noch alle meine Bündnisse. Ja. Aber das ist eigentlich zum ersten Mal passiert, ne? Wo irgendwie die ganzen DLCs oder Paralogs gemacht haben, ne? Und dann die letzten, die wir mal gemacht haben, waren glaube ich immer die einfachsten, ne? Weil wir dann zu dem Zeitpunkt glaube ich schon überlevelt sind, ne? Wenn ich das Spiel wahrscheinlich so denkt, so hör mal, du musst jetzt eigentlich dahin gehen, ne? Und diese Story Quest machen. Wir machen ja die ganze Zeit weiter und weiter. Aber trotzdem, die Gegner sind Level 13. Ich bin ehrlich gesagt noch unterlevelt. Von den Nummern her. Also ja, so viel dazu, ne? So, sehr gut. Da sie bekommt Geschwindigkeit. Deswegen wird das ein bisschen schwierig, hier so herauszufinden, wer von den beiden am besten sein wird. Gregory macht unglaublich viel mehr Schaden, aber sie drin ist schneller. So. 34, beide 34. Was ist das hier? Ja, warte mal, das war mit dem Schwert. 32, 34. Ja, und dann tut die Mitte auf, ne? Wir können auch irgendwie nach links und nach rechts laufen, ne? Immer mieses passiert hier. Ich weiß nicht.
auf. Dann kommt schon der nächste Haufen. Wir sind da in der Mitte aufgetaucht. Da sind einige fliegende Einheiten dabei. Feuerlanze, Silberklinge, Kriegerschwert. Sondern als Anspielung an Charaktere sein. Stimmt, ne? So, warte mal. Hey! Mann! Feuerlanze. Oh nein. 29. Bist du ihn? Nein, du bist nicht schneller. Stimmt, du hast dich Berlin. Natürlich bist du nicht schneller. So, bis jetzt. Warum hat sie so viel Werte? So, Feuerlanze mal 2. 29. Das sind 50. Sie nimmt dadurch Schaden. Aber ist, glaube ich, okay. Mal gleich erstmal hier ja oder lauter aufgetaucht, nee, ne, ja, hm. Vielleicht so eine gute Idee ist, und dann kann der Schütze ihn nämlich erreichen. Versuchen. So, du musst jetzt da raus. Das ist ein Tomahawk mit 46 Angriffskraft. Du hast auch einen Tomahawk, ehrlich? Mach den ja mal. So. Besser wäre natürlich, wenn ich irgendjemand mit Elfendonner hin packe, ne? Nicht Elfendonner, Elfenwind, mein Gott. 29, du hast 26, verdammt. Weiß nicht, ob ich sie nach vorne gepackt habe. Aber egal. Da sind einige Rüstungen, ne? Daneben. So, gucken, was die jetzt machen. Ah, der Axtritter kommt. Ja, gedacht, der Schütze wird jetzt dahin sich platzieren. Einfach für jeden den Blick hier blockieren. Elfenwind bringt es irgendwie nicht so in diesem Spiel, habe ich so das Gefühl. Ich könnte meinen, damit werden die fliegenden Einheiten alle mit einem Schlag weg, aber irgendwie nicht, ne? So. Du hast eine Silberaxt, du hast eine Silberklinge, ich habe gar keine Fernkampfangriffe. Cool. Das heißt, ich kann mich hier locker reinbewegen. Den töten. Na. So. Haben wir den einzigen magischen Angriff hier weggepustet. Was bedeutet, wir können schon wieder Madlenia bewegen. Die kann alles tanken. Außer du bist. Nee. So ein Erzritter? Nein. Aber trotzdem.
So, die Situation ist gerade ein bisschen nervig. Vielleicht wenn mein Hauptcharakter erst angreifen soll. Diese Geräusche von denen. Dann wäre was Glück. Kann sich Panetta um kümmern. Wow. Ja, noch einen bitte. Wie schafft er es mit 9% die ganze Zeit so zu kritten, ey? So, perfekt. Ah, ihr fehlt ein AP. Deswegen kriegt sie mehr Crit-Chancen. Sehr gut. Ey, yo, was geht? Oh Gott. Au. Tisch. Tisch. Daneben. Gott. Ein riesiges Buttermesser, was der da schwingt. Okay. Okay, keine Verstärkungstruppen, cool. Dann sollen wir den ja fertig machen. Zack. Ja, gut. Mit den Clownschuhen. Magie, jawohl. Was? Du bist ja, stehst da schon wieder irgendwo drin. Geh mal da raus, bitte. Ah, oh, ja, nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Sogar eher, okay. Ja, mach doch mal. Da wird die Kamera vollkommen verkehrt irgendwo dran gezoomt gerade. So. Hast du nicht so ein Anti-Pferd-Dingen? Nee. Anti-Pferd. Den hier. Zack. Kein Schaden. Kein Schaden. Sag ich. Alles im Griff bisher, alles im Griff. Macht der jetzt zweimal Schaden? Nee. Gibt's nicht. So. Ist da jetzt schon wieder ein Ding? Ist schon wieder irgendwo da rein platziert? Ey, dieser Sack. Dann machst du nur Bögen. Ja. Dann komm mal her. Ja,
Ja, ich kann nicht alle treffen. Ich bin Magier. Magier stehen über. Noch mehr Buchpräzision. Magier stehen über Feldbonus. Na cool. Also nicht noch Level 10, als wir angefangen haben. Hier hätten sie jetzt schon wieder so viel Erfahrungspunkte bekommen. Mache eben Platz. Ja, ich schau dir zu, keine Sorge. Wer hat den Halsstab, du, ne? Also sie hat keinen Dings. Stimmt, sie hat keinen Support. Also keine. Wenn man die Fähigkeit von Freunden aber hieß. Oh, der ist weg. Diese Person ist tot. Na, was haben wir hier noch? Ein Dieb und so ein Typ. Das noch lächerlich einfach. Ich will mich ja nicht schon wieder hier voll aus dem Fenster lehnen, ne? Aber das ist doch bisher relativ easy. Was ist der Haken? Oh, das ist noch einer. Der Herr möchte der Herr sich auch mal irgendwann bewegen, wenn es geht. Die Frage ist, muss ich das jetzt wieder gleichzeitig alles hier aufmachen oder muss ich das hier aber nicht? Ist halt egal, in welcher Reihenfolge oder wann oder wieder was. So, ich habe gerade den Stab auf sie. Boah. Alter, wie konnte ich nur vergessen, einen Stab hier mitzunehmen? Jo, was geht? Au. Das. So. Mitten ins Gesicht. Oh, Level 13, sehr cool. Stärke, Verteidigung. Alles, was sie braucht, ne? Klassisches General Level Up. So. Besser. So, jetzt hast du aber. So. Und je nachdem, was jetzt hier noch so kommt, ne? Hat schon gleich zu Ende, kann aber nicht sein. Spielen das halt. Die Aufnahme ist jetzt 1:35. Kann unmöglich sein. Ist einfach immer so gut.
Was ist ja passiert? Ich nehme an, so starke Gegner können sie ja nicht hier reinpacken. Einfach nur, weil ich hier 8 Leute irgendwie bekämpfen muss, ne? Mit 8 Leuten kämpfen muss, meine ich. So, fällt gerade auf, ich muss den erledigen. Oh. Stimmt, da ist auch eine Briten-Einheit. Sehr geil. Starke Verteidigung. Gleiche Level-Up wie vorhin links. Okay, gleich. Oh, jetzt kommt wieder mehr. Ja, Gacha. Ich habe noch etwas Geld. Wo kommen sie? Oh, da steht er aber richtig gut. Komm, Mann. Da steht er ja richtig gut, Leute. Zug 19. Ja. Selber Schwert, lass mich raten. Nein, keiner von euch hat. Wir nehmen mal kurz einen Schritt zurück hier, ne? Hier sind einige Dinger zum Aufladen. So, 22. Die wird von ihnen gedoppelt. Boah. Eine Geschicklichkeit von 35. Ja, irgendwie Orte, wo ich mich reinstellen kann. Nee. Kann ich sie da stehen lassen? Ich glaube ja eher nicht, ne? Sieht's auch so. Okay, 37, 42, der macht nichts. Doch, macht er wohl. Okay, wir gehen mal einen ganz kleinen Schritt zurück hier. Da sind sie ja richtig gut gespawnt gerade, ne? So, du machst mir 28. Oh, sie macht den fertig. 28 und du machst mir 16. Okay, das können wir machen. Mal hier drauf gehen, jetzt gucken, was passiert. Oh, hey, du kannst mich von der Entfernung treffen. Das ist ja mal richtig nett. In Magieprojektil 29. So, zurück habe ich Citrin hier. Das Feuer soll mich beschützen. Hahaha. Ha, ha. Hm. Kann ich ihn ja? Kann ich mich um ihn hier kümmern, wenn ich da in der Nähe bin? Das hat Gefühl, das Spiel hat irgendwie nicht angenommen, dass ich schon zu schnell da bin, ne? In der Reichweite. Jetzt würden die nicht irgendwie Leute da genau dahin platzieren. Oh mein Gott, man hätte den voll erledigen können.
Oh mein Gott. Das ist ja noch schlimmere Position jetzt hier. Irgendwie wird sein Name als Berserker nicht so gerecht. Berserker sind normalerweise sehr Crit-intensive Charaktere. Irgendwie sehe ich davon nichts. So, sie kann doch, glaube ich, ihn erledigen, ne? Mach mal. Natürlich, sobald ich es erwähne, ne? Fängt sie an zu kritten. Dich ein bisschen zurecht boxen. Also bitte nicht zu kritten. So, natürlich hast du ein Speer. Wenn ich Rafael hier im packe, ne, kannst du ihn erledigen. Ach, also nein. Was du? So. 19 Geschicklichkeit. Okay, er wird nicht doppeln. Okay. Okay. Oh. Aber ich muss ihn mit einem Schlag erledigen. Ich kann aber bestimmt mit Geschicklichkeit. Und sie erreicht mich auch nicht. Er erreicht mich, aber. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich muss. Ich könnte auch den versuchen, ja. Wenn mich der Lanzenkämpfer zwar treffen, aber nein, das reicht natürlich nicht. Oh mein Gott. Und ich kann auch nicht. Weil dann kommt Veronika und halt ihn wieder hoch, ne? Also lange hat nicht 30 halt, ne? Oh, passiert. So, er geht wahrscheinlich jetzt auf Dings los, ne? Auf Madeleine. Er bleibt immer noch da. Noch in Reichweite von uns. Okay, wir gehen los. Ja. Ich kann dich nicht einmal mit Crit-Chancen allein lassen. Du gehst immer, machst alle kaputt. Oh, was zum? Wie viel Schaden? So, hat er daneben gehauen. 24. Das hat gereicht, um sie zu erledigen. Alla. Okay.
Nehmen wir dich. Okay. War ein bisschen knapp gerade. Ah, 14. Unsere DLC-Charaktere, die kriegen ja noch im nächsten Level, ja. Im nächsten Kapitel noch einige Level. Deswegen versuche ich mal die ganzen Charaktere, die jetzt noch nicht hochgelevelt sind, hier zu leveln. Wäre eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, die zu benutzen, ne? Ah, ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Und wieder da. Ah, wir machen einfach mal ihn hier. So, und sie hatte irgendwie keinen Bock, irgendwie ihn hoch zu eilen, ne? Also ja, haben wir ihn kaputt. Komm schon, Mann. Noch mal. Das hätte der ganz anders. Das hätte man alles verhindern können, indem irgendwie sie ihn hochgehalten hätte. Warum hat sie es nicht gemacht? Sie hat Stärkung unendlich mal. Also sie hätte ihn locker hochheilen können. Es hätte keine Konsequenzen für sie gehabt. Ich glaube, sie hat sich noch nicht mal bewegen müssen. Ja, gehen wir schon mal hier hin. Wir lassen chillen wir weiter, ne? So, je nachdem, was natürlich hier wieder kommt, ne, am Ende. Wenn wir ja sehen, wie schwierig das hier ist, ne? So. Ich meine, ja, habe ich noch irgendwas anderes außer das hier? Ja. Wenn es jetzt, wo ist Elfenwind eigentlich besser? Also meine Version von Elfenwind hier. Ausweichen 10. 90 Kraft. Oh wow. Ich benutze die Silberklinge sowieso nicht. Dann geht mal da drauf. So, ich gehe noch nicht da drauf. Ich mache jetzt noch mal die Leute da kaputt, ne? Wow. Ja. Gott, ich hätte mal, warum habe ich hier keinen Stab gegeben? Ja. Oh, er kommt jetzt auch noch. Gut, muss ich mich zu dir hinkommen. Jetzt bewegt sie sich aber. Er war nicht Teil des Plans, Kollegin. Aber also kurz davor.
Ist aber noch machbar. Oh ja. Ich muss nur hier hingehen. Alter, weiß ich das Kapitel. Lässt sich doch nicht so einfach hier austricksen, oder? Ach, guck mal, was hier passiert. Ne? Ich beziehe mal ihn hier hin. Auf jeden Fall hat jetzt irgendwie euch. Ne, Mann, hier kommt sowieso noch irgendwas, ne? Und ja, genau das habe ich mir eigentlich gedacht. Genau das wollte ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt, da kommt irgendwie so eine Brücke, die uns jetzt alle miteinander verbindet. Aber das ist irgendwie noch schlimmer. So, alles, was ich jetzt machen muss. Kommt natürlich darauf an, ob sie jetzt noch irgendwie beschwört. Was ich sehr stark annehme. Oh, sie kann hier nicht vorbeilaufen. Ja, warte mal. 38, 26, 51. Ich meine, was hat sie so für eine super Attacke? Sie hat nur Helden beschwören, ne? Ich meine, 51 ist eine Menge Schaden, ne? Oh, er hat 40. Aber er ist auch super langsam, ne? 23, 20. Und bald wird er gedoppelt. Von dem Ding, aber das macht gar keinen Schaden. Er kann nur hier von Schaden nehmen, aber er nimmt nur 11 Schaden. Das kann unmöglich so einfach sein. Sie wird noch irgendwas hier zu machen. Sie wird noch irgendwas machen, um hier den Tag zu verderben. Nicht hier, man. Und das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da kann man Heiler eigentlich leveln. Was ist dieses Kapitel? Ich muss das. Na, wo kommen sie? Okay, das ist okay. Ah, sie kann sich nicht bewegen, cool. Da gibt es eigentlich auch eine sehr einfache Lösung, ja. Warte mal, hat sie nicht Anker? Sie kann sich bewegt werden, aber ich kann sie immer noch festhalten, ne? So, und dann nehmen wir dich hier. Bluff. Da kümmern wir uns um die doch. Das ist eine Silberlanze, 37. Kann eigentlich den hier machen, ne? Hat ja schon wieder zum Rudergerät. Fünf Schaden.
Chaos werden abgefeuert und du bist weg. Das ist schon Level 14, Mann. Silberklinge. Nehmen wir mal das hier. So, sie hat keinen Heilstab, aber ich habe meine Hauptkarte hier. Sie hat keine Hosen an. Die Hosen irgendwie gleiche Farbe wie ihre Hautfarbe. Noch ein paar mehr Leute hin für Erfahrungspunkte und so, ne? Gott, das macht eine Menge Schaden. Daneben. So, und ich hauen wir mal wieder fest. Ich weiß nicht, dass diese Strategie so lange relevant ist. Mir schon fast schlecht, war nur fast. Aus Tales of Arise. Oh, what? Lass mal den hier machen. Das Gefühl, Veronica haben wir hier im Griff. Oh, ja. Zack. Der Kraft von Marv. Und ja, greift ja ein bisschen mehr an, weil er ein Drache ist. Ist auch nicht schlechtes, ne? So, ich packe mal hier hin. Prozent, Kollege. Muss nicht jedes Mal kritten, okay? Währenddessen kümmern wir uns hier um. Das dann einfach nicht. Warum nicht, ne? Ja, ich weiß, aber Bandpunkt und so, ne? Mein Rap, ja, kannst du sagen, wagen. Also, solange sie jetzt nicht noch irgendwas beschwert oder so, wird das hier voll einfach.
Spoiler. Schleunigen hier, ne? Oh, wie gut er jetzt treffen kann. Seiner Buchpräzision und so. So, ich will auch ihn nach oben bringen, ne? Gegen ihn ja ankommen, ne? Nicht du, du. Uff. Aber ist okay. What? Sonic the Hedgehog Angriff. Und ja, das war wahrscheinlich eines der einfachsten Kapitel überhaupt. Ein bisschen Support und so ansammeln, ne? Wir brauchen hier überhaupt als Heilung niemand, ne? Aber noch so ein bisschen Erfahrungspunkte hier grinden. Er hat nichts an Erfahrungspunkte gegeben. Und ja, da scheint wohl nichts mehr zu kommen, ja gleich, ne? So, bringen wir erstmal dich ein bisschen zurecht, ne? Verstehst, was hier los ist. Du kommst zu uns. Verstehst nicht, Alter, du gehörst zu uns jetzt. Auch wenn du wahrscheinlich nie benutzt werden wirst. So, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier schon reingegangen bin mit ihm. Aber ich glaube, das wollte ich gar nicht machen. Mann und zurück, ne? So, jetzt können wir, glaube ich, mal machen. Was hat hier? Achso, das hat Aktivierungsfeld der Garden. Jetzt können wir da reingehen, ne? Und wir machen dich einmal noch kurz hier. Nein, das war natürlich nur klar. Na, du holst ja noch ein Level ab. Immer noch keine Geschwindigkeit. Ich kann sie mit einem Schlag wegpusten, ne? Aber du hast null Crit-Chance. Genau, das will ich sehen. Okay. So, und ich würde sagen, du machst sie platt, ne? Du machst sie platt. Wenn es überhaupt geht. Ich habe Makizashi, das macht nichts an Schaden. Cool.
Oh, kannst du dich kontern, ne? Ja, jeder macht dich jetzt platt. Warte, wo kannst du dich kontern? Tötet sie. Noch mal den hier. Ja, cool. Nur hat sich Zitrin den Club, ne? Wow, das war eins der einfachsten Kapitel überhaupt. Jeder ist am Leben. Zitrin ist noch Level 12. Das wird sich gleich ändern, glaube ich. Oh Gott. Perfekt. Zack. Mit einer leichten Brise hier erledigt. Hat noch genauso gereicht. Meine Funken. Na, guck mal, da ist Geschwindigkeit. Okay, das war super einfach. Okay, warte mal, wo ist der linke Arm? Celestia, wo ist dein linker Arm? Er ist mit dir verschmolzen. Und ja, das war erschreckend einfach. Ich hätte ihn vielleicht viel früher machen sollen, diesen DLC. Also, was ist das schon wieder abgestellt? もう少しベロニカ。どうか力を貸してください。この世界に平和をもたらし、苦しんでいる民たちを救いたいのです。知らない。それは私には関係のないことだわ。あなたはエンブラ帝国の王女なのですよね。ならば、民を守るために戦うことの意味をご存知のはず。あなたが王ならば、 共に民を守るため、力を貸してくださると信じています。どこかで聞いたような言葉ね。民を守るのが王。ええ、その通りよ。私はエンブラのために戦っていた。でも、頑張っても満たされないの。あなたにはたくさんの仲間がいる。 紋章師を権限する力だってある。もういいじゃない。あなたはすでに何もかも持っているわ。私は足りないものだらけですよ。だからこそベロニカの力が必要なんです。私のことがそんなに欲しいの？私には何もないのに。 何もなくなんてありません。紋章師ベロニカ。私は強く誇りたかいあなたに仲間になってほしいんです。仲間？そう。変わっているわね、あなた。仲間なんてつまんないけど、このまま一人でいるのも寂しいし。いいわ。ひとまず力を貸してあげる。 ありがとうございます。紋章師ベロニカ。早速仲間たちのところに行きましょう。みんな歓迎してくれますよ。仲間、歓迎。そう。本当かしら。賑やかなのは嫌いじゃないけれど、少し不安。でも今日は嬉しい気分だから。 Ist jetzt eigentlich ein guter oder ein böser Charakter? Ich weiß halt immer noch nicht. Muss mal nach der Aufnahme mal nachschauen. Sonst haben wir nämlich eine Antagonistin in unserem Team. Emblem Veronica verfügt über eine Vielzahl von besonderen Fähigkeiten, darunter das Beschwören Verbündeter aus anderen Welten. Die Synchro-Fähigkeit Revanche erhöht den Angriff der Einheit mit XX gleich 30% der Differenz zwischen aktuellen KP und maximalem KP der Einheit. Die Bündniswaffe Hirochikograph verhindert Gegenangriffe, wenn die Einheit den Kampf initiiert.
Die Bündnisfähigkeit Kontrakt ermöglicht Verbündeten, die bereits eine Aktion ausgeführt haben, einen weiteren Angriff oder Item-Einsatz. Es ist Tanzen, ne? Der Bündnisangriff Heldbeschwören ruft einen Verbündeten aus einer anderen Welt herbei, der sich in der Schlacht unterstützt, der dich in der Schlacht unterstützt. Okay, das war super einfach. Gut, aber kann ja auch mal sein. Er hat locker zwei Parts nur, ne? Zwei sehr kurze Parts sogar. Also kurz für meine Verhältnisse. Und ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob sie eine ein guter oder ein schlechter Charakter ist. Also guter oder böser Charakter, meine ich. Darüber habe ich einige Leute mal reden gehört. So, dass anstatt irgendwie, einige Leute haben sich irgendwie so über ausgelassen, dass anstatt, dass wir irgendwie gegen unsere Embleme, also die Gegner, die haben ja auch eine Weile lang irgendwie ihr Dings hier, die haben ja auch eine Weile lang Marv und Co. gegen uns eingesetzt, ne? Einige Leute haben irgendwie, waren ein bisschen enttäuscht, dass anstatt gegen unsere eigenen Embleme, dass wir nicht irgendwie gegen Bösewichte aus Fire Emblem kämpfen konnten, ne? Also hat die Bösewichte ja so Ringe von Antagonisten aus Fire Emblem kämpfen müssen, ne? Also hat die diese Charaktere dann haben, ne? Da wäre doch super geil, ne? Ja, so Ike gegen den schwarzen Ritter oder aber der schwarze Ritter ist ja mehr so nicht der Hauptbösewicht, das ist ja mehr so der bisschen so der Rivale von Ike, aber ja, schwarze Ritter wäre cool gewesen, ne? Ike gegen den schwarzen Ritter und so Leute wie, ich glaube, Garnef war der Hauptbösewicht aus dem ersten Fire Emblem. Ja, Schamane oder Dunkelmagier oder was auch immer. Ja, die sind aber meistens, ne? Die meisten Bösewichte sind alles irgendwie so dunkle Magier oder so, ne? Wie so Lion aus Fire Emblem 8 oder Nurgle aus Fire Emblem 7. Boah, sehr viel aus Fire Emblem 6, das wäre doch cool gewesen, ne? Wie hieß nochmal den seine Waffe? Eckenhardt oder irgendwie sowas? So ein riesiges Zepter, das sich in so ein riesiges Schwert umwandeln konnte. Das sieht richtig geil aus, die Animation von dem. Ja, keine Ahnung. Aber das ist halt die Sache, ne? So, vor allem im 9 und 10 überschneiden sich ja. Ne? Da hat man mehr oder weniger die gleichen Charaktere. Dann hat man vor allem im 1 und 3, die überschneiden sich auch. Und da hat man gar nicht so viel Auswahl, so an Hauptbesüchte, glaube ich, ne? Und die Hauptbösewichte sind ja im Endeffekt meistens immer irgendwelche super böse Dämonen oder Drachen oder irgendwie sowas, ne? Also hat man das damals mit Final Fantasy gemacht, hier mit Final Fantasy Dissidia, dieses Kampfspiel von Final Fantasy. Da hat sie zwei Seiten, die guten und die bösen. Da hat sie alle Hauptcharaktere von allen Final Fantasy Spielen und alle Bösewichte von einigen Final Fantasy spielen, von allen Final Fantasies. Da haben wir einfach auch immer nur die Charaktere genommen, die sich irgendwie die am besten irgendwie passen. Hier im Final Fantasy 10 zum Beispiel hat es irgendwie zum Beispiel Jacked, was ja, also er war mehr oder weniger der Hauptbösewicht, aber der war nicht der letzte Boss, da war ja diese kleine Kakerlake hier, dieser Geist von Yu Yevon oder wie auch immer das nochmal hieß. Da kann man natürlich nicht als Hauptbösewicht da reinpacken, ne? Nimmt man lieber Jacked hier, ne? Der sieht cool aus. Passt irgendwie mehr. Hätte man auch mit dem Spiel ja machen können, ne? Aber dann hättest du irgendwie wieder irgendwie, weiß nicht, Embleme irgendwie erschaffen müssen mit ihren eigenen Effekten. Ne? Dann hättest du irgendwie für jeden Bösewichte-Emblem nochmal irgendwie so eine eigene Fähigkeit und sowas alles hier reinpacken müssen und so, ne? Aber das wär 10.000 mal geiler gewesen, ne? Als dass wir ja gegen Marv und Co. kämpfen. Nur halt als Zweispieler-Version. Als böse rote Recolors. Ah, soll man machen, ne? Kann nicht zu viel verlangen. Mal sehen hier. Okay, sie ist unter Edelgard.
Ja, ich nehme an, die sind alle nach Dings hier, nach Fire Emblem Teilen sortiert, ne? Tiki, Fire Emblem 1, 7, 9 und 10. Awakening war 13, ne? Fates war 14. Aber Fire Emblem Heroes, kam das nicht schon vor Fire Emblem Three Houses raus? So kurz. Ja, Messer. Einheiten Kampfschaden minus 4. Ellie Vaga. Wie spricht man sowas aus? Ich weiß, diese Striche überein, die sind irgendwie bei zum Langziehen. Ellie Vaga. Irgendwie wird das ausgesprochen, weiß ich nicht. Das ist ja wie bei Pokémon. Pokémon hat ja auch so einen Strich über E. Pokémon. Weiß nicht die genaue Aussprache. Ich weiß, im Japanischen, wenn du so einen Strich über ein Zeichen hast, dann wird der lang gezogen. Wenn du irgendwie so ein Schriftzeichen hast und darüber ist so ein Strich, dann bedeutet das sozusagen, der wird ein bisschen lang gezogen. Das ist halt jetzt ja ein zweimal genau gleiche Zeichen hintereinander. Glaube ich. So, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben heute ein paar Supports hier noch so freigeschaltet, ne? Ich habe so viele Supports gehabt, ne? Ich habe mich heute mit Gregory, mit Rafael hier die ganze Zeit Supports gefarmt auf der linken Seite. Wie ist denn das schon wieder? Wie ging das schon bitte wieder nicht? So, Rafael, bist du hier irgendwo? Ich dir auch ein Geschenk geben kann. Nee. Dann gucken wir mal, was hier wieder in Brunnen ist, ne? Was braucht denn hier schon wieder im Brunnen? Blau. Okay. Cool. Also falls jeder Spiel noch mal irgendwie auf einen höheren Schwierigkeitsgrad noch mal spiele für mich, dann weiß ich definitiv, mit welchen DLC-Kapitel ich hier anfangen werde. Und das war ja super einfach. So, die Sache ist jetzt aber, nächstes Mal, wenn wir in der Story-Mission gehen, dann sind wir ja mit einigen überlevelten Charakteren drinnen, ne? Also die sind jetzt schon recht überlevelt für die nächste Story-Mission, würde ich sagen, ne? Weil die ist, glaube ich, Level 14, ne? Ich meine, Nell und Rafael brauchen wir ja nicht unbedingt. Obwohl, die werden mal... Aber ich will halt sehen, was passiert, wenn ich... Ich nehme jetzt mal an, das nächste Kapitel heißt die vier Bluthunde. Also nehme ich mal an, wir kämpfen auch gegen die ganzen Bluthunden, ne? Das heißt... Also die beiden sind ja noch übrig, also Zephyr und Gris. Also die beiden müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Madeleine können wir auch mitnehmen, einfach nur wegen Konversation. Also überwiegend werden wir die ja alle mitnehmen. Und dann im nächsten, ich weiß ja nicht, was danach kommt noch so. Dann gibt es ja noch zwei Paralogs, ne? Zwei Nebenquests. Dann werden wir die erstmal kurz auf der Bank packen, ne? Und ja, ansonsten, was will ich machen? Mein Zimmer. Ich finde es voll ungewohnt, dass ich jetzt keine Supports freigestellt habe. Aber ist halt auch schwierig, ne? Weil einige haben schon irgendwie voll viele. Wir müssen jetzt nur noch A-Rang haben und ich nehme an, das ist ein bisschen schwierig zu holen mittlerweile. So, wir gucken uns jetzt noch einige Bandgespräche an, mein Gott. Da sind eine Menge. Deswegen war das Kapitel wahrscheinlich auch so einfach, ne? Weil ich viele Charaktere irgendwie ja so gute Fähigkeiten gegeben habe, ne? So, Marv hat mit Rafael ein bisschen geschnackt. Ist ja nämlich irgendwie ein Tiki. Okay. Ich überlege auch gerade, wen ich hier so ins finale Team schon reinpacke. Also, meine ich. Nell und Rafael wahrscheinlich, ne? Gregory weiß ich nicht. Einfach nur, weil Citrin schon irgendwie, weil nicht so am Aufholen ist. Sie ist einfach viel schneller. Also, er macht
sehr viel mehr Schaden, ne? Aber sie ist halt ein bisschen schneller. Und Schnelligkeit ist halt ein bisschen wichtiger, würde ich sagen. So, Madeleine hat hier einmal mit Sigurd trainiert. Davon hat sie auch Treffer plus 15 sich abgeholt, wodurch sie viel besser war in diesem Kapitel. So, dann habe ich noch mit ihr die beiden Level von Ike geholt. さっきの戦いでの身のこなし相当鍛えているようだな。立派な騎士であった両親に届くよう一日も鍛錬を欠かしたことはありませんから。 Cool Story ist es. Mein Vater wurde von einem schwarzen Ritter getötet. アイクドノは凄まじいお力の持ち主です。どのような鍛錬をしてその力を得られたのですか？マデリンと同じだ。親父に追いつきたい一心でがむしゃらに訓練をし続けただけだ。 So. Ja, nur einige Charaktere, die wir heute nicht zu sehen bekommen haben, einfach nur weil wir nicht so viele Charaktere mitnehmen konnten. Und zwar John mit Erika. Level 10. Den will ich eigentlich natürlich auch mal benutzen, ne? Weil ja super hohe Werte. Ihr habt genauso viele Probleme wie wir. Kann es sein, dass ihr auch Probleme habt, so wie wir? Die Embleme haben keine Probleme. So, Mikaya habe ich mir jetzt Celestia trainieren lassen. Celestia ist hier ganz oben. Ja. 5 und 10. Mikaya war Uranai-Gadekirto-Kita-Wa. 優しい愛情を感じるわ。これまでもこの先にもね。ミカヤは全軍の指揮をする立場だったそうね。失礼だけれど、その姿からは信じられないわ。そう思うのが普通よ。私は成り行きで。 Ja, irgendwie wurde sie wieder reingepackt von allen anderen. Ja, die Priesterin des Lichts, ja, die ist voll, die war irgendwie wichtiger als irgendwie der König oder so, also der angehende König, der in unserer Armee war. Ja, Lucina habe ich mit Kagetsu trainieren lassen. Kagetsu haben wir heute auch nicht gesehen, verdammt. Ich war noch nicht mal im letzten Kampf. So. Dann haben wir Corin mit Citrin, welche wir heute gesehen haben. Sind schon irgendwie Level 13 oder 14 heute? Kamui, konomae, ore wa iranai tte koto datta keredo. Internet. Oh, dann haben wir noch Nell mit Barlev trainieren lassen, für wir auch nicht viel gesehen haben. Wir haben irgendwie gar nicht viele Band Sachen irgendwie gesehen heute. Jetzt weiß ich, woher sie mir so bekannt vorkommt. Jetzt lasst uns etwas Tee trinken, damit ich euch respektvoll anschauen kann. Was wortwörtlich ein Dialog in Fire Emblem. Ich glaube, Free Hopes war. Nicht Free Houses, Free Hopes, dieses Warriors-Spiel.
Ja, war glaube ich ein Achievement irgendwie. You looked respectfully at a person oder irgendwie sowas. Du hast jemanden angeschaut, aber mit Respekt. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. So wie die Meme, ne? So, dann sind wir ja schon fertig, ne? Wie gesagt, Arena wird jetzt wieder als Offscreen gemacht, ne? Und dann heißt es dann endlich mal weiter mit der Story, ne? Beim nächsten Mal. Wir haben die Story ist alle 14. Das heißt, einige Charaktere sind hier etwas überlevelt, aber ist ja nicht schlimm, ne? Ich hoffe, wir können 12 Charaktere wieder mitnehmen, ne? Damit halt nicht die Charaktere, die unterlevelt sind, hier voll hinterherhängen. Na, Palette muss jetzt schon wieder. Sie hat 4 Level bekommen in diesem Kapitel. Sie hat 3 Level bekommen. Das ist schon ein bisschen krass. Keine maximierten Werte bisher. Aber wir haben noch einige Level 10 Charaktere, ne? Einige sind schon Level 12, ne? Kagetsu wollten wir heute mitnehmen. Butchon wollte ich glaube ich auch mitnehmen, ne? Butchon ist schon irgendwie so schwer hoch zu leveln. Ivy. Also ja, da muss noch etwas hier. Einige Charaktere muss ich gar nicht ändern. Gut. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Relativ kurz. Für mich, für meine Verhältnisse. Ich bin ja nur 2,5 Stunden bisher am Sitzen. Dabei ist es noch mittags, nachmittags. Und ja, ich werde aber trotzdem nicht nochmal heute aufnehmen. Weil hier die ganze Somniel-Aktion, ja, die ganze Action im Somniel, die dauert schon immer. Allein schon mal Angeln dauert jetzt irgendwie voll lange. Wenn ich jetzt nur so dicke Oschis hier reinziehen kann. Und ja, meine Vorbereitung, was weiß ich nicht alles, da lasse ich mir sowieso immer Zeit. Aber ja, wird schon irgendwann. Ich überlege gerade, ich habe jetzt, wir haben jetzt heute Freitag, ne? Das ein Part geht nur nach oben. Habe ich einen für Samstag und für Sonntag. Ich glaube, dann werde ich wieder entweder Samstag oder Sonntag Pause machen beim Uploaden. Aber ich weiß es nicht. Da, und ich muss die Kostüme von den Leuten ja wieder entfernen, weil ich krieg langsam Angst. So, in dem Sinne sage ich da Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn nein, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sage ich Tschüss. Ich gehe.